Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Das eigene Betroffenheit in erster Linie. Unser Kind hat sich angekündigt und da war natürlich das Thema Wäsche wird mehr und vor allem der Wäscheständer sollte aus dem Weg sein. Und ich habe das erste Urmodell sozusagen für mich selbst gebaut. Das hing dann jahrelang bei uns in der Wohnung im Flur. Und erst später habe ich dann meinen Wäscheständer an der Decke angeschaut und gesagt, warum nicht ein Produkt draus machen, etwas Schönes machen in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Seilfarben, sodass das eben auch kundenspezifisch angepasst werden kann.